Shalom und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tja, meine lieben Geschwister. Nein, ich werde kein Video über irgendwen machen, sondern ich wollte einfach nur mal schauen, ja, wie viele Klicks man denn so bekommt, wenn man sein Video so benennt. Ja. Für die Geschwister, die meine Videos schon etwas länger mitverfolgen, die haben wahrscheinlich auch bemerkt, dass ich schon etwas länger nichts mehr gemacht habe. Es lag daran, dass ich sehr traurig, sehr betrübt gewesen bin, auch unsicher gewesen bin und mir so Gedanken gemacht habe über Facebook, über YouTube und einfach für mich erkennen durfte, dass es ganz gefährliche Plattformen sind, ja. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und jeder muss das für sich selbst wissen. Und dass man da ganz schnell große Fehler machen kann. Deshalb habe ich auch einige Videos von mir deaktiviert. Ich hatte ja knapp 100 Stück. Jetzt habe ich eine ganze Menge deaktiviert. Ja, Videos, die ich einfach in Zukunft vielleicht nochmal neu machen möchte, ja. Weil ich gesehen habe, dass ich einige Sachen auch gesagt habe, die ich heute gar nicht mehr so sehe. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass ich auch damals, als ich diese Videos hier angefangen habe, dass ich sehr unreif auch gewesen bin. Und ich bin auch heute immer noch sehr unreif. Ja. Und ich weiß, dass ich in 10 Jahren auch noch unreif sein werde. Ich werde immer unreif sein, bis der Herr kommt. Naja, auf jeden Fall ist mir dann erstmal so klar geworden, da draußen gibt es Geschwister, die zu mir aufschauen. Und dann dachte ich mir, Mensch, Markus, was für eine Verantwortung. Ich habe das nie wirklich so für mich empfunden. Und da habe ich gemerkt, ich muss aufpassen, was ich hier mache und tue. Weil es da draußen Geschwister gibt, die sich das abschauen, was ich sage, was ich mache, ja. Und wenn ich hier dann einen Fehler mache, dann machen die Geschwister das nach. Das ist ganz schön gefährlich, was ich hier tue. Und was ich auch nicht vergessen darf, ich stehe vor der Kamera im Namen des Herrn. Da wird mir auch ganz anders, wenn ich jetzt mal ehrlich gesagt darüber nachdenke, was das eigentlich bedeutet, hier zu stehen, den Namen Jesus Christus Videos zu machen. Ich habe für mich einfach entschieden, meine lieben Geschwister, ich will nur Videos machen, die Gemeinde Gottes erbaut. Darum habe ich hier auch spezielle Themen nicht, ja. Beispiel, weil einige Geschwister sich auch fragen, wie ich bestimmte Themen sehe und so, ja. Ja, zum Beispiel Schabbat, Zungenreden und so weiter, ja. Das sind alles so Themen, die behandle ich nicht auf meinem Videochannel. Ich kann euch sagen, meine lieben Geschwister, dass Zungenreden, ich habe das aus der Bibel heraus nicht so erkannt, ja, wie zum Beispiel Pfingstlergeschwister das praktizieren in ihrer Gemeinde. Aber soll mich das jetzt daran hindern, die Geschwister zu lieben? Ich will doch trotzdem diese Geschwister lieben. Und zwar nicht nur mit dem Mund, sondern mit meinem Herzen sie lieben. Ja, und dann ist da halt ein Bibelvers, wo wir unterschiedliche Erkenntnisse haben. Und ja, in vielen Gemeinden werden Dinge praktiziert, die ich aus der Schrift ganz anders verstanden habe. Aber wisst ihr, meine lieben Geschwister, ich will die Geschwister einfach trotzdem nur lieb haben. Lasst uns mal vorstellen, der Herr Jesus kommt und will seine Braut abholen. Da habe ich für mich entschieden, ich will auf keinen Fall vor dem Herrn stehen und sagen, Herr Jesus, ich habe alle Ehelehre aufgedeckt. Alle. Meine Güte, war das eine Arbeit. Weil damit sage ich, meine lieben Geschwister, dass ich der Einzige bin, der die Bibel verstanden hat. Meine lieben Geschwister, ich will lieber vor dem Herrn stehen, wenn es soweit ist, und ihm sagen, Herr Jesus, ich habe versagt. Ich habe versagt von A bis Z. Ich habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.
Aber ich habe versucht. Ich habe versucht, die Geschwister lieb zu haben. Auch wenn ich da versagt habe. Aber ich habe es versucht, Herr Jesus. Ich wollte keinen Streit. Ich wollte einfach immer deinen Frieden bewahren. Denn du sagst, du bist der Friede. Und deshalb wollte ich Frieden. Du sagst, du bist Liebe. Und deshalb wollte ich lieben. Und das ist es, was ich will. Ich will vor dem Herrn als ein aufrichtiger Versager stehen. Denn der Herr Jesus ist gekommen für die Versager. Meine lieben Geschwister, glückselig sind die geistlich arm. Was heißt das? Manche Geschwister verstehen den Vers so und sagen, ja, das heißt, dass die geistig Behinderten damit gemeint sind. Aber da steht nicht, glückselig sind die geistig Armen, sondern die geistlich Armen. Zum Beispiel, wo der Pharisäer sagt, ach Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Und wenn wir dann schauen auf den Zöllner, der Zöllner sagt, ach Herr, sei doch gnädig mit mir, Versager. Ja, sinngemäß jetzt. Der Zöllner ist ein geistlich Armer, der sich bewusst ist, dass er doch niemand ist. Und so will ich auch sein, meine lieben Geschwister. Ich will einfach niemand sein. Wenn ich vor dem Herrn stehe, einfach niemand sein. Wisst ihr, was mich traurig macht? Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich auch dieses Video hier mache. Diesen ganzen Krieg und alles, was da im Internet ist. Ja, dass man, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alle Christen auch meine Geschwister sind. Nein, also das ist nicht so. Das ist ganz klar, wenn wir nicht dasselbe Fundament haben, dann kann ich einen auch nicht meinen Bruder nennen. Aber nicht, weil ich etwas Besseres bin oder das Böse meine, sarkastisch oder jemanden angreifen will. Nein, auf keinen Fall. So etwas sei ferne von mir. Aber ich kann mich einfach nicht mit Christen identifizieren, die sagen, dass Jesus Christus ein erschaffenes Wesen ist. Ja? Oder dass er nicht Gott ist. Ja? Aber ich will trotzdem diese Christen nicht angreifen, weil ich will erstmal auch alle als Menschen sehen, meine lieben Geschwister. Und was sehe ich? Ich sehe Menschen, ja, die ein Herz in der Brust haben, das schlägt genauso wie ich. Die Gefühle haben genauso wie ich. Die weinen und lachen genauso wie ich. Ein Mensch, der genauso wie ich von Gott gemacht wurde. Einen Menschen, den Jesus liebt. Das sehe ich, wenn ich mir die Menschen anschaue. Und ich bin zutiefst schockiert über das, was im Internet los ist, unter den Christen. Ob es jetzt die Christen sind, die Videos machen gegen andere oder auch Kommentare darunter, die ich lese. Ja, schon bei manchen Kommentaren, man sieht ja nicht, wer diese Kommentare schreibt. Die meisten geben ihr Gesicht nicht zu erkennen und haben dann eine große Klappe. Ja. Aber schon bei den meisten Kommentaren, da frage ich mich, haben diese Leute eigentlich überhaupt die Bibel schon mal richtig gelesen? Also, wenn ja, dann haben sie die Bibel aber nicht richtig verstanden. Ich meine das, wie gesagt, nicht böse. Ich habe gebetet für all die Christen, die auch Videos machen, weil diese Videos andere fertig zu machen, kaputt machen zu wollen, bis gar nichts mehr geht, ist das von Gott? Das frage ich mich einfach. Ist das von Gott? Hätte Jesus das so gemacht? Hätten die Jünger das so gemacht? Ist man wirklich ein Christ, ein wahrhaftiger Nachfolger, wenn man so etwas tut? Ist es das wert, bekannt zu werden? Ich meine, Hitler ist auch sehr bekannt geworden. Ja? Ein bekannter Mann, aber für was ist er bekannt geworden? Genauso wie Stalin. Für was ist er bekannt geworden? Oder Mike Tyson. Auch ein bekannter Mann. Aber für was ist er bekannt geworden? Versteht ihr, was ich meine? Wenn Geschwister sich an meinen Namen irgendwo erinnern oder wenn sie über mich nachdenken oder meinen Namen irgendwo sagen, dann möchte ich, dass die Geschwister sagen, Markus ist ein lieber Bruder, der hat mich erbaut oder der hat irgendwas Nettes gemacht.
Und nicht, ja, Markus, der hat den und den so runtergemacht in den Boden, dass er angefangen hat zu weinen, der andere. Oder ne, andere Sachen, was man noch so alles machen kann. Also für so etwas möchte ich nicht bekannt werden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf keinen Fall. Ich möchte auch niemand von den Christen sein, die solche Sachen unterstützen. Möchte ich auch nicht sein. Meine lieben Geschwister, das ist nicht gut. Es ist nicht schön, auf Kosten anderer sich einen Namen zu machen. Weil so etwas kommt immer vom Teufel, nicht von Gott. Das, was am Kreuz passiert ist, meine lieben Geschwister, das ist pure Liebe gewesen. Und wir sollen den Menschen genauso begegnen, in dieser Liebe. Der Herr sagt, dass der Abfall kommt. Und wir sollten schauen, meine lieben Geschwister, dass wir nicht damit gemeint sind, mit dem Abfall. Ja. Und die Bibel sagt, es werden viele Christusse kommen und viele werden mich Herr, Herr nennen. Und wisst ihr, meine lieben Geschwister, wir sollten diese Bibelverse nicht nehmen und immer auf andere beziehen, sondern wir sollten diese Bibelverse nehmen und erstmal in erster Linie diese Verse auf uns beziehen. Auf uns schauen. Bin ich vielleicht gemeint, der Herr, Herr sagt, aber nicht tut, was der Vater sagt? Bin ich vielleicht gemeint, der sagt, hier ist der Christus? Ja, damit ist gemeint, dass da jemand kommt und sagt, ich habe die Wahrheit. Bin ich vielleicht damit gemeint? So müssen wir die Bibel lesen und nicht sagen, ach hier, guck mal, diese Bibelverse sind alles für diese Leute hier gemacht worden. Ja. Nein, die Bibelverse sind in erster Linie immer für uns selbst. Ja. Und gerade die unangenehmen Verse immer auf uns selbst beziehen. Denn am Ende stehen wir für uns selbst vor Gott. Ich werde nicht für ein MCM vor Jesus stehen. Ich werde auch nicht für meinen Vater vor Jesus stehen. Ich werde auch nicht für MacGyver vor Jesus stehen. Ich werde für mich vor Jesus stehen. Und dann wird geguckt, wie ich gelebt habe. Meine lieben Geschwister, ich bin ein Versager. Und zwar an jeder Ecke in meinem Leben bin ich ein großer Versager. Und ich habe keinen Bock darauf. Ich fehlerhafter, ja, großer Mülleimer, dass ich mich auf die Suche mache nach anderen Christen. Und ob das dann noch die Wahrheit ist, was ich berichte, das sind nochmal ganz andere Sachen. Ja? Wir sollten einfach vorsichtig sein. Vorsichtig vor Jesus sein. Denn wir spielen mit unserem Leben. Warum ich dieses Video mache? Andere Christen sagen, ach, das ist alles Kinderkram, das ist alles Quatsch, was da im Internet ist. Ich sag das nicht. Wisst ihr warum, meine lieben Geschwister? Die Liebe der vielen wird erkalten. Das, was die Bibel sagt über die Endzeit, glaubt mir, das Internet spielt eine große Rolle in diesen Versen. Das Internet ist ein Ort, der viele Christen in die ewige Verdammnis ziehen wird. Darüber sollten wir nachdenken. Damit ist nicht zu spaßen. Und ich hoffe, für alle Christen, auch für die, die gegen mich Videos machen, haben ja auch einige mitbekommen, wie man gegen mich da irgendwas gesagt hat. Und ich möchte an der Stelle auch mal sagen, ob das ganz korrekt ist, was da abgelaufen ist, was man über mich berichtet hat. Egal, wer das alles da über mich gemacht hat. Ich sage trotzdem die Brüder, warum? Ich sehe eigentlich keine gute Frucht. Ich könnte auch aufstehen. Soll jeder mal auf seinen Videochannel gehen und die letzten 10 Videos sich angucken, was man eigentlich da so gemacht hat. Geht mal, meine lieben Geschwister, auf alle christlichen Videochannel. Macht es einfach mal und guckt euch mal die letzten 10 Videos von jedem an. Auch bei mir, ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich da so alles gemacht habe. Ich habe das gar nicht im Kopf. Aber einfach mal machen. Und wisst ihr, was ihr dann sehen werdet? Ihr werdet von dem Bruder, dem dieser Videochannel gehört, seine Frucht sehen. Das sind seine Früchte. Das, was da in den Videos gemacht wird, produziert wird, gesagt wird und gedacht wird und so weiter, das ist das, wovon das Herz bei diesen Brüdern voll ist. Und auch bei mir. Ja? Und das ist die Frucht. Und Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich will jetzt hier nicht andere schlecht machen. Ich will uns alle schlecht machen. Warum? Weil ich möchte, dass wir alle in den Himmel kommen. Dass wir alle Buße tun.
Und dass wir mal aufhören, mit diesem Quatsch andere irgendwo runterzumachen. Ja. Meine lieben Geschwister, als ich Christ geworden bin, da musste ich erst mal lernen, was das heißt. Sich zu demütigen, sich klein zu machen oder öffentlich zu sagen, mir tut etwas leid, wo ich nicht mal weiß, was eigentlich gegen mich gemeint ist und wofür ich mich eigentlich richtig entschuldigen soll. Ich entschuldige mich einfach, weil ich einfach kein ein Anstoß sein will. Weil der Herr das von mir verlangt. Der Herr hat sich für mich klein gemacht. Dann soll ich mich auch klein machen. Und manche Geschwister sehen das dann als Schwäche und denken, siehst du, ich hatte recht und du hast Unrecht gehabt. Ach, wisst ihr, das ist alles so ein Kinderkram für mich, meine lieben Geschwister. Da sind viele solcher Männer, das sind Männer teilweise, wo ich genau weiß, das sind die, die im Gefängnis nicht auf den Hof gehen, weil sie Angst vor den anderen Häftlingen haben. Brauchen wir uns nichts vorzumachen, ja. Was daran traurig ist einfach. Es ist traurig, dass die Geschwister, die mit anderen Geschwistern oder auch mit anderen Christen und anderen Menschen so umgehen, der Herr wird später richten. Aber wisst ihr, meine lieben Geschwister, das ist wie mit dem Strafgesetzbuch. Wenn ich jemanden zum Beispiel in Kiefer weghauen sollte, dann weiß ich schon vorher, was darauf steht für eine Haftstrafe. Warum? Weil das steht geschrieben im Strafgesetzbuch. Und genauso ist das auch in der Bibel, meine lieben Geschwister. Wenn wir anfangen, andere Menschen kaputt zu machen, einfach Dinge tun, die man als Christ nicht tun sollte, dann wissen wir schon vorher, was uns erwarten wird, weil es steht geschrieben in Gottes Gesetzbuch. Gott lässt sich nicht spotten von niemandem von uns. Ja? Sind wir denn wirklich blind? Erkennen wir denn nicht, wie klein wir vor Jesus sind? Und was mich wirklich erstaunt ist, dass diese Geschwister auch so eine Heilsgewissheit haben. Dann denke ich, Mann, ey, wenn man so wandelt, woher holen die ihre Heilsgewissheit? Also mit der Bibel kann man mir das dann aber nicht auslegen. Wisst ihr, meine lieben Geschwister, es gibt eine fleischliche Heilsgewissheit und eine geistliche Heilsgewissheit. Und das müssen wir überprüfen. Welche Heilsgewissheit haben wir eigentlich? Habe ich eine fleischliche, die sagt, von dir lasse ich mir mein Heil aber nicht absprechen? Ja, das ist diese fleischliche Heilsgewissheit. Eine geistliche Heilsgewissheit ist die, meine lieben Geschwister, die sich immer wieder überprüft. Ja? Wo man sich immer wieder überprüft und sagt, wandle ich im Geist? Lebe ich mit Christus oder lebe ich nicht mit Christus? Das ist dieses geistliche Überprüfen, das ist dann auch diese geistliche Heilsgewissheit. Ich meine es wirklich ernst, meine lieben Geschwister, ja, auch wenn ich jetzt mit niemandem von euch ein Video machen würde. Ja. Ich würde nicht mit euch ein Video machen und auch nicht gegen euch ein Video machen. Trotzdem will ich sagen, will ich ein Herz für euch haben und bete für euch. Dass der Herr einfach wirklich gnädig ist. Jetzt mal alle Internetchristen. Dass er uns noch rechtzeitig aufweckt. Uns zeigt, was wir falsch machen. Damit wir wirklich am Ende des Tages nicht verloren gehen. Wisst ihr, meine lieben Geschwister, in dieser hässlichen Zeit, das, was im Internet abgeht, wo andere Christen sich da irgendwie fertig machen, in der Zeit, meine lieben Geschwister, gehen tausende Menschen verloren. Tausende Menschen. Wo es doch eigentlich unsere Aufgabe ist, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und wenn wir meinen, unser Dienst ist im Internet, dann lasst es uns doch vernünftig nutzen. Und wirklich vom Kreuz predigen. Wirklich diesen hoffnungslosen Menschen da draußen eine Hoffnung zu geben, ein Licht in dieser Dunkelheit zu sein. Ja? Einfach den Menschen sagen, ey, da ist jemand, der ist für dich gestorben, weil er dich liebt. Da ist jemand, der ist traurig, wenn du traurig bist. Da ist jemand, der heißt Jesus Christus. Das sollte doch das sein, was wir eigentlich tun sollten, oder? Und es ist doch wirklich so, meine lieben Geschwister. Die Menschen gehen verloren. Und zwar reihenweise.
reihenweise in die ewige Verdammnis. Und dann guckt man auf uns Christen und sagt, ihr seid doch nicht viel besser als wir. Und da haben sie auch recht. Das kann man ihnen nicht mal übel nehmen, dass sie so über uns denken. Meine lieben Geschwister, sollen diese Bibelverse, diese mächtigen Bibelverse, es wird eine Zeit sein, wo sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Wollen wir wirklich gemeint sein damit? Wollen wir wirklich zu diesem Abfall gehören, von dem die Bibel berichtet? Oder wollen wir am Ende des Tages nicht zu denen gehören, die im Himmelreich sind und die gemeinsam voller Freude tanzen können, singen können, Gemeinschaft haben können? Ein Ort, wo es keinen Krieg mehr gibt, keine Lügen, kein sich runtermachen, keine Gewalt, kein Tod, kein Hass. Wollen wir nicht da alle hin? Ist es nicht das, was wir wollen? Ich will da unbedingt hin. Ich will nicht in die ewige Verdammnis gehen. Ich hatte diesen Traum gehabt von dieser ewigen Verdammnis. Ja? Ich war in der Hölle, das Video. Haben einige von euch gesehen, ja? Ich will da nicht hin, meine lieben Geschwister. Ich will in den Himmel kommen. Und deshalb will ich auch alle lieb haben. Auch die, die mich nicht mögen. Und die gegen mich Videos gemacht haben und machen. Ja? Auch wenn wir keine Videos zusammen machen werden. Ja? Weil ich einfach das nicht machen möchte, will ich euch trotzdem alle lieb haben. Und ich will einfach, dass man in diesen Frieden wandelt, in dieser Liebe wandelt und dass wir ein Zeugnis sind. Wir können doch so viele Menschen erreichen, die da draußen in der Finsternis sind. Meine lieben Geschwister, ich bekomme zwischendurch mal Nachrichten, dass Menschen mir schreiben und sagen, ey, ich habe mich bekehrt durch deine Videos. Und dann denke ich, hä? Eigentlich mache ich doch gar keine besonderen Videos, wo man sich bekehrt anschließend. Meine Videos sollen immer nur für die Geschwister sein, aber es gucken auch Ungläubige die Videos. Und die bekehren sich dann. Und da ist alles bei. Zeugen Jehovas, Muslime, Agnostiker, ja. Alle möglichen bekehren sich. Da freue ich mich doch drüber. Lasst uns doch alle solche Videos machen, wo andere Menschen einfach sehen, ey, das sind Christen. Wenn das ein Christ ist, dann will ich auch ein Christ sein. Lasst uns doch ein lebendiges Zeugnis für den lebendigen Gott sein. Und egal, was wir machen, egal, was wir tun, lasst uns immer schauen, dass wir alles zu Ehre des Herrn machen. Alles ihm zu Ehre, um seinen Namen groß zu machen. Meine lieben Geschwister, wir können auch im Namen des Herrn kommen. Ja, und so tun oder vielleicht sogar denken, dass wir jetzt seinen Namen groß machen. Aber in Wahrheit bringen wir Schande über seinen Namen. Das geht auch. Ja? Und das ist mir wahrscheinlich schon millionenmal passiert. Aber ich will doch daraus lernen. Will dem Herrn zeigen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich habe da Mist gebaut um dich. Ich will keinen Mist bauen. Und ich sage auch hier nochmal, meine lieben Geschwister in aller Öffentlichkeit, wenn ich irgendwo Fehler gemacht habe und egal, wer jetzt zuschaut, egal welcher Bruder oder welche Schwester, Mann, ich habe euch lieb und ich will nicht, dass wir uns streiten. Ich will nicht, dass wir uns eklige Kommentare schreiben. Ja, und ich habe auch schon eklige Kommentare drauf reagiert, eklig. Ja. Also ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Das war auch genauso falsch, aber ich will das nicht. Ich will, dass wir uns annehmen. Und wenn jemand einen Bibelvers anders verstanden hat, dann hat er ihn anders verstanden. Solange es nicht um Verse geht, die heilsnotwendig sind, ist das okay. Ja, meine lieben Geschwister, einfach mal drüber nachdenken. Wie kann ich Jesus verherrlichen? Wie kann ich seinem Namen alle Ehre machen? Lasst uns die Menschen doch zu Jesus führen, meine lieben Geschwister. Dazu sind wir berufen worden und zu nichts anderem, dass der Herr uns allen gnädig ist. Für unsere Torheit, ja, für unsere Dummheit, ja, dass er uns einfach vergibt, all unsere Fehler. Und auch lehrtechnisch gesehen, ja. Wenn wir da irgendwo Fehler haben oder irgendwas, lasst uns doch aufrichtig sein. Mann, diese ganzen blöden Klicks auf YouTube, ey. Lohnt es sich wirklich für diese paar Klicks in die ewige Verdammnis zu wandern? Ist es das alles wert? Jetzt mal ganz ehrlich, lieber dann auch öffentlich sagen, ey, ich habe Mist gebaut. Vergib mir, meine lieben Geschwister. Und das meine ich jetzt auch hier für mich, ja. Da, wo ich überall Mist gebaut habe und so. Vergib mir da. Lasst uns das vergessen einfach, ja.
was der eine gegen den anderen gemacht hat und so. Lasst es uns vergessen, meine lieben Geschwister. Und einfach auch auf diese Gnade des Herrn hoffen, dass er auch einfach vergisst, was wir gemacht haben. Sodass wir einfach alle neu anfangen können. Und wenn wir geistlich erstmal wieder fit sind, meine lieben Geschwister, dann können wir auch geistlich zu Hause fit sein. Geistlich auf dem Arbeitsplatz fit sein. Und geistlich fit sein, wenn die Zeit kommt, wo wir hier verfolgt werden, dass wir einfach bereit sind. Ich hab euch echt lieb, ohne Spaß, ja. Und ich wünsche jedem Einzelnen Gottes Segen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Shalom.